Star, 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 steh auf. Star, da bist du hier. Star. Was ist los? Warum ist es so kalt? Star, schnell! Mom, es ist so kalt. Star, komm her. Was ist passiert? Sie ist unglaublich unterkühlt. Dieser blöde Schneesturm. Das ist ja erst noch der Anfang. Es wird noch viel schlimmer. Ich weiß. Wir müssen sie schnell irgendwo hinbringen, wo es warm ist. Hier ist kalt. Ich kann nicht mehr reden. Star, es wird alles gut. Warum hast du sie denn auch nicht weggezogen? Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, um zu streiten. Ich weiß, das war falsch von mir. Aber ich konnte in diesem Moment nicht so schnell handeln. Oh, was machen wir denn jetzt bloß? Sie kann sich kaum bewegen und wir können sie auch nicht die ganze Zeit tragen. Sie braucht schnell Wärme. Woher kriegen wir denn bloß diese Wärme? Ich habe keine Ahnung. Schnell, wir brauchen erstmal einen Unterschlupf, wo es nicht mehr so doll schneit. Da kannst du noch laufen. Ich weiß, du frierst, aber du wirst das schaffen, Star, okay? Komm mit. So sie auf dem Rücken nehmen? Ja. Okay, du bleibst da, okay? Ich bleib bei dir. Wären wir früher woanders gewesen, wäre dies niemals passiert. Hätten. Wären wir ganz woanders gewesen, wäre bestimmt was anderes passiert. Man kann es nie einem recht machen. Weißt du, wären wir jetzt am Strand, dann wäre es da wahrscheinlich warm. Und hier Schnee. Können wir nicht ändern. Komm, schnell. Au. Ach, Star. Sie hat gar keine Kraft mehr, sich festzuhalten. Nein. Was machen wir jetzt bloß? Ist hier nicht in der Nähe irgendwie so ein Pferdehof? Nein. Da gehen wir auf gar keinen Fall hin. Weißt du, was sie mit uns machen werden? Die werden uns reiten. Wir werden dann keine Wildpferde mehr sein. Aber sie ist unterkühlt. Wir können sie hier nicht irgendwo aufbewahren, sage ich jetzt mal so. Ich gehe dann definitiv nicht mit. Ich war schon mal ein Reitpferd. Ich will, dass sie das nicht wieder mit mir tun. Sie werden doch bestimmt verstehen, was hier die Situation ist. Bitte. Ich komme mit. Aber danach verschwinde ich sofort wieder. Du kannst ja gerne bleiben. Dad, bitte. Bitte. Blackie. Okay. Aber danach verschwinden wir so schnell. Aber wir müssen ihnen doch irgendwas zurücklassen, dass sie uns helfen. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie uns helfen. Stimmt. Aber komm. Es ist für dich, Star. Ja, Maike. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Ja, Maike. Ich wünsche noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Ja, Maike. Ich wünsche noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Tschüss. Ja, ich muss sehen, wie ich das mit den Pferden mache. Ich wünsche noch eine schöne Weihnachtszeit. Maike, ich muss jetzt auflegen. Tschüss. Sicher. Hey. Was ist los? Ich habe noch nie gesehen, dass Pferde zu mir kommen. Was ist mit dir passiert? Komplett unterkühlt. Ich weiß nicht mal, ob ihr mich verstehen könnt. Ihr seid ja alle so kalt. Wo kommt ihr denn? Maike, wir haben hier 3 Pferde. Die brauchen unbedingt Decken. Bitte komm her. 5 Minuten später. So, die letzte Decke. 3 sollten reichen, oder? 3? Ja. Komm mal mit. Wir gehen doch jetzt nicht mit den Menschen weg. Wir gehen weg. Es ist kalt. So. Es ist schön warm. Es ist schön. So. Snow, es tut mir leid. Es ist okay. Ich habe echt gar nicht darüber nachgedacht und ich verstehe. Ich verstehe alles, okay? Ich wollte nicht, dass du was passiert. Das ist in keinem Fall deine Schuld gewesen. Das war meine. Aber es geht ihr zum Glück besser. Wollen wir den Tierarzt anrufen? Da wäre es, oder? Und was machen wir da mit den Pferden? Vielleicht sind die auch irgendwie ausgebüxt. Das sind wahrscheinlich die Wildpferde. Es gibt viele von ihnen. Ja, und aber wir können sie doch jetzt hier nicht einfach behalten. Theoretisch schon, aber dass Wildpferde zu uns Menschen kommen, denkst du, die machen sowas freiwillig? Nee. Ich denke, wir sollten sie wieder entlasten. Einfach mit den Decken. Ich meine, dann kriegen sie die irgendwann nicht wieder aus, oder wie? Doch. Bestimmt. Mal sehen, was der Tierarzt sagt. Nach einer Stunde war der Tierarzt da. Er checkte alles, doch zum Glück ist es nicht zu spät gewesen. Es war alles wieder okay. In Pferden wurde die Tür geöffnet.
Sie konnten also rauslaufen, doch sie machten es nicht. Ihr könnt jetzt wieder los, wenn ihr wollt. Ja, oder auch nicht. Ja. Die Tür ist jetzt offen, sie können loslaufen, wann immer sie wollen. Ja, wenigstens das. Okay. Mal sehen, bestimmt sie sind in einer Stunde oder so weg. Kann sehen. Ich denke, wir gehen dann los, wenn es da bereit ist. Und du, Blackie, machen wir. Ja, Leute, das war diese kleine Geschichte, würde ich jetzt mal so sagen. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch noch eine schöne weihnachtliche Zeit. Genau, morgen ist ja auch schon Weihnachten. Das ist echt sehr, das ging echt sehr, sehr, sehr schnell. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so zu Weihnachten gewünscht habt. Würde mich mal interessieren. Müsst ihr natürlich nicht, aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Morgen kommt dann auch noch so ein weihnachtliches Special. Das wird sehr cool, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, ihr findet das auch so, aber schaltet unbedingt ein. Ich weiß nicht, wann das so online kommen wird, aber nicht zu spät, aber auch nicht viel zu früh. Ich würde mal sagen, so am Nachmittag oder am Mittag, so Nachmittag, Mittag. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann. Ciao!